Ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Willkommen zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal. Wie ihr bestimmt schon im Titel seht und vielleicht irgendwie an diesem Crack-Rahmen Respekt dafür. Wir spielen heute eine sehr besondere Randomizer. Er gesagt, nicht nur heute, sondern in diesem Projekt. Und zwar spielen wir zusammen, wenn es irgendwann lädt. Pokémon Company Nintendo. Der Rahmen ist nicht ganz gerade. Ich muss leider das Bild so machen, dass die beiden Screens so sind, aber ich denke, es geht in Ordnung. Und ich sehe jetzt schon. Ich wusste bereits, dass die Performance nicht unbedingt so toll wird hier. Bestätigt sich. Also ich muss mal gucken, wenn es zu schlimm wird, kann es sein, dass die Facecam nicht dauerhaft in diesem Projekt vertreten sein wird. Wir spielen Pokémon Schwarz in einer übertriebenen Randomizer. Gerandomized Pokémon, Trainernamen und Klassen, Attacken, Attackentypen, Items, alles gerandomized. Ich werde deswegen, weil das sonst viel zu frustrierend wäre, auch keine Nuzlocke machen. Ich habe mir ein anderes Prinzip überlegt, das erkläre ich euch, wenn wir hier mit dem Story-Intro und allem durch sind. Und das könnte noch dauern. Ich stell mal, das wird zwar jetzt die Lags noch mehr erhöhen, aber auch das Tempo. Jetzt sind die Lags sozusagen beabsichtigt, weil ich den Frameskip anhab. Das typische Pokémon-Professor-Gelaber vom Anfang ist wieder drin. Ihr merkt schon, der Rahmen hier hat viele tolle Elemente. Ich bin Junge. Ja. Mein Name ist ja wohl eindeutig. Ü haben wir nicht. Sehr spannender Beginn, aber ich kann euch versprechen, das Projekt wird noch sehr lustig. Denn auch wenn es keine Nuzlocke ist an sich, den Faktor, den so eine Nuzlocke mit sich bringt, wollte ich mir nicht entgehen lassen. Ich würde sagen, ich laber jetzt schon mal ein bisschen hier nebenbei darüber. Man kann es ein bisschen sehen wie eine Nuzlocke, aber abschnitzen. Oh Gott, Alter, hab ich. Irgendwie hat es gerade für mich so geklungen, als hätte ich übel gebrüllt, ohne es zu wollen. Abschnitten. Ich kann nicht das Wort A. A ist kein Wort. Ich kann das nicht sagen, ich weiß nicht, woran das liegt, am Echo der Walross-Maske, das ich davon selber habe oder so, aber eine Abschnitts-Randomizer würde ich so ungefähr beschreiben. Das heißt sozusagen, ich werde typisch machen, nur das erste Pokémon einer Route darf ich fangen. Und wird Zeit, den Frameskip runterzustellen. Nur das erste Pokémon auf jeder Route darf gefangen werden. Und ich darf keine Beleber benutzen. Im Pokémon Center hingegen darf ich meine Pokémon wiederbeleben. Wobei gilt, ich darf nicht für ein Pokémon Center einfach umdrehen, nur weil ich gerade Lust drauf habe.
Das heißt zum Beispiel, wenn ich in eine Arena reingehe, ich komme nur wieder raus, wenn all meine Pokémon tot sind oder ich den Arenaleiter besiegt habe. Und die Performance müssen wir echt... Ich hab mir gedacht, bei so einem normalen Pokémon-Spiel ist das nicht so schlimm. Ansonsten, also es kann sehr gut sein, dass die Facecam hier nicht oft vertreten sein wird, aber... Der Frameskip ist vertreten. Wisst ihr was? Es hat leider keinen großen Wert, so. So, Facecam deaktiviert. Hat anscheinend gerade eine Sekunde nicht aufgenommen. Ich werde die wieder anschalten. Und ich habe mich gerade gefreut, dass die Performance besser geworden ist. Das lag nur daran, dass die Aufnahme nicht richtig angegangen ist. Ich habe vom Professor gehört, wir können Pokémon haben. Auch hier werde ich in die Story... Ich werde sie zwar ein bisschen mehr drauf achten als in Pokémon Emerald, auch weil sie deutlich besser ist, aber... Auch wieder das Gameplay im Vordergrund. An sich habe ich das Grundsätzliche jetzt schon erklärt. Also ich hoffe wirklich, ich habe locker 5-6 Tests gemacht und meine Starter waren jedes Mal aufs Neue schrecklich. Ich hoffe wirklich, das wird jetzt besser. Vor allem, ich habe die ganze Zeit so Starter bekommen. Keine Ahnung, Pygraulon und Megalon hatte ich beide gleichzeitig zur Auswahl. Finde ich nicht gerade toll, sage ich mal. Dann hatte ich nochmal die Wahl, wo zwei Karpadore dabei waren und das dritte war auch Trash. Nebenbei, einer der beiden, die mir erklärt haben, wie es geht, macht ein bisschen kurz Nuzlocke-Run, gönnt sich Palkia als Starter. First Try natürlich, nicht irgendwie wie resettet für gute Starter. Und jetzt finden wir heraus, ob ich einen guten Starter bekomme. Die erste entscheidende Szene des Projekts. Sie werden jetzt hier gleich oben noch als die normalen Starter angezeigt. Was jetzt natürlich auch fail wäre, wenn ich irgendwie was verkackt hätte. Unten meine ich als normaler Starter. Wenn ich was verkackt hätte und das... Hier, das meine ich. Und deswegen die jetzt nicht random wäre. Wirklich? Ich bekomme anderen Starter zur Auswahl. Der Elektrotyp Plinfa. Nein. Jo! Normaltyp, wirklich? Also ich nehme das Viech trotzdem. Aber es hätte so viel cooler sein können. Stellt euch vor, das Ding wäre ein Dragon-Type oder so gewesen. Aber hey, es sind ja alle Attacken und ihre Typen gerandomized. Deswegen kann es trotzdem broken sein. Was jetzt natürlich toll wäre, wenn das Ding nichts zum Angreifen hätte. Ja, jetzt das Typische. Alle haben ihre Pokémon. Ja, kämpfen! Man sollte nicht in einem Haus kämpfen. Ah, scheiß drauf! Auf die Fresse! Erster Kampf! Los! Die Performance ist 1A. Veronika ist am Start, Leute. Ich sag ja, auch die Namen der Trainer sind randomized. Alter, ist das grad schlimm. Wartet eine Sekunde, ich hab...
Zumindest so in der Hoffnung, dass das irgendwas besser macht. Es wirkt aber nicht so. Dieses Projekt wird sehr lustig, wenn die Kämpfe eine Stunde zum Starten brauchen. Ein Hut. Alter, ist das schlimm. Ich hatte schon mir von Anfang an Gedanken gemacht, das muss doch auch schlimmer werden als ein Team Himmel. Aber mit so schlimm habe ich nicht gerechnet. Wir haben jetzt bestimmt eine Minute gebraucht, um diesen Kampf wirklich zu starten. Das wäre doch Das Ding hat Sandsturm. Wahrscheinlich habe ich so ein übelstes Glück, wie bei einem anderen Mal, als ich getestet habe. Wo mein Starter dann auf einmal die Fähigkeit von fucking Letter King hatte und deswegen nur jede zweite Runde angreifen konnte. Wir haben... Okay, kein Item, normal Elektro mit Solabi. Nein, okay. Man merkt, es wird random. Es kann sein, dass ich für diesen ersten Kampf jetzt keine Erfahrungspunkte bekomme. Wenn irgendwas schiefgelaufen ist, dann muss ich einen Code angeben, dann bekomme ich welche. Der Sound ist halt von den Attacken jetzt auch meistens vor der Attacke selber. Junge, ich habe aber auch immer Glück damit, ne? Meine Attacken sind irgendwie immer nicht sehr effektiv. Was? Erstens, warum macht die Attacke mir keinen Schaden? Elektro ist auf Elektro ja nicht komplett wirkungslos. Und ich bin einfach verwirrt. Das gegnerische Viech, irgendwas, das gegen Pflanzen eine Resistenz. Jawohl, ich boost mich. Braucht's zwar nicht, aber YOLO. Ich muss sogar sagen, Glückwunsch, ihr seid gerade Zeugen vom zweiten von 9 Malen oder so. Also zum zweiten Mal in 9 Versuchen, bei dem ich einen der ersten 2 Rivalenkämpfe gewinne. Als ob. Wisst ihr was? Es ist halt eigentlich scheißegal, dass ich das jetzt mache. Ist nicht so, als würde das Spiel nicht weitergehen dafür. Ihr merkt schon, wenn ich solche Plays raushau, das wird lustig. Okay, scheiße. Das Problem, das ich dabei jetzt nicht bedacht habe. Ich sehe jetzt ja gar nicht, ob ich Erfahrungspunkte bekomme dafür. Aber es ist mir so schnuppe. Was sagt die? Zumindest ergibt's nach meiner Explosion Sinn, dass das Haus im Arsch ist. Sie hat einfach gesagt, sie hat gewonnen, als wenn. Schiebung. Jetzt mal im Ernst, sonst so Situation habe ich schon ein, zwei Mal auf YouTube gesehen. Eigentlich gewinnt man da selber. Zwar keine Erfahrungspunkte, aber trotzdem eigentlich dürftest du nicht gewonnen haben. Ja, hier. Mein Starter war übrigens besser. So, ich krieg auch einen Heal. Und jetzt natürlich. Jetzt kämpft ihr auch. Ja.
Einfach nächster. Und jetzt ist es wieder soweit. Eine Minute Wartezeit. Gegen Cammy. Also, damit es klar ist, die Namen der Trainerklassen sind normalerweise nur insofern gerandomized, dass zum Beispiel die Rivalen beide Servant heißen. Oder zum Beispiel alle Schwimmer haben auch dieselbe Bezeichnung. Also originalen Schwimmer haben dieselbe Bezeichnung. Elekid hat der Keck. Also da gefällt mir mein Starter besser. Gefühlt wäre... Also das Klinfer wäre auch besser als die beiden gewesen. Ah ja, was ich noch vergessen habe, was auch random ist. Entwicklungen. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich kann mir gut vorstellen, dass mein Starter sich nicht entwickeln kann, da er schon in der letzten Form ist, aber... Komm, Böller mal auf Solarbeam. Der ist schneller als ich. Boah, vor allem macht der jetzt genau... Sicher hat der 1:1 die Attacke, die Feuer... Oder ist das die schon, oder? Ach nein! Das ist ja Kyogre's Al... Das ist von... Das war doch von Tränen, oder nicht? Das war doch von Tränen. Eine Attacke, die zum Beispiel Kyogre lernen kann und die übel stark ist. Gleichzeitig die Attacke, die mich in meinem ersten Pokémon-Playthrough überhaupt in Omega Rubin auf einem Turtok aus dem Wundertausch, also es war noch ein Shiggy, komplett gecarried hat. Alter, dieser Soundeffekt. So. Das hat nicht so viel Damage gemacht, leider. Auf zu labern! Komm, ballern wir wieder mal einen Wind raus. Der Typ benutzt nochmal Wasser. Nächstes Mal... Ich muss ihn jetzt töten, sonst habe ich beide Rivalenkämpfe schon wieder verloren. Oder ich könnte noch einen Hit überleben. Aber jetzt erstmal hoffen und vielleicht reicht's ja. Was erwarte ich? Warte. Sag nicht, es passiert das, was ich denke. Ich lebe noch. Hitte ihn mit dem Woodhammer. Er ist tot. Ich bekomme Recoil. Der Recoil macht nur eins. Jawohl, und die Erfahrung funktioniert. Als ob der Recoil nur ein Damage gemacht hat. Ich dachte, wir hätten jetzt schon wieder einen Draw. Das wäre so traurig gewesen, wenn ich es geschafft... Übrigens, man sieht vielleicht, dass man in einer Challenge wie dieser schneller Level bekommt in der Regel. Und schon will er seinen ersten Angriff lernen. Ja. Da... Käfertyp hat der, Alter. Der Rahmen verwirrt mich übrigens nebenbei auch immer sehr schön. Ich find's echt toll, wie schnell es hier vorangeht. An sich will ich heute aber noch auf der ersten Route mein Pokémon fangen. Oder hoffentlich fangen. Es ist wieder Zeit für ein Frameskip. Ja, mein Zimmer ist jetzt im Arsch, aber hey.
ab geht's, runter die Treppe. Am Anfang kann man leider auch nicht sprinten. Ja, der Typ... Also wir gehen jetzt zum Labor, der Typ will auch direkt hin und die olle Schrulle will erst noch zu sich nach Hause. Und da kommt die Eule. Yay, mein Pokémon wird geheilt, nachdem es gewonnen hat, easy. Aber ich kann nicht sagen, dass ich mit meinem Starter unzufrieden bin. Ich muss nur mal gucken, wann das hier online kommt. Ich will an sich halt schon noch die Emerald Randomizer vorher fertig haben. Ich meine, es ist bereits alles gedreht, die vorletzte Folge ist hochgeladen, aber die letzte zu schneiden wird nochmal aufwendig. Ja, hier sind scheiß Tauben, Alter. Also im Moment ist ja noch der Frameskip an. Ich kann hier gleich auf dem Weg von hier zum Labor mal gucken, wie es ohne Frameskip läuft mit dem Laufen. Hahaha. Halt! Ja, deren Vater hat keinen Bock, aber sie schon. So, jetzt mal in normal. Yo, sind wir schnell. Und sprinten geht nicht. Ich komme schon. Okay. Es ist besser, den Frameskip wieder anzuschalten. Es kann auch sein, dass ich den im Projekt dann dauerhaft anhab, aber nicht auf 9, sondern, keine Ahnung, 4 oder so. Ja, Pokémon Professor. Wir kennen's. Ja, mein Pokémon kriegt einen Nickname. Ich habe bisher erst einmal in den Tests meinen Pokémon Nickname gegeben. Da hatte ein Flunkiefer den wunderschönen Namen. Kann ich das jetzt so sagen? Ich denke, ihr könnt euch schon vorstellen, in welche Richtung es geht. Sagen wir mal, es hat mit F begonnen und es war ein TZ im Namen. Und wie nennen wir dich, Kackviech, jetzt? Ich hab's. Wir nennen das Kackviech. Und ich nehme dieses Projekt nicht ernst. Nein. Boah, ich freue mich schon drauf, wenn mein ganzes Team solche Namen hat und mir dann irgendwas wegstiert. Ey, dann eigentlich sollte da noch ein E sein. Wenn ich dann irgendwie später im Spiel bin und dann kommt irgendwann krasser Gegner und ich verkack, weil hier von mir ein Pokémon gewone-hittet wird,
Dann komme ich wieder an. Nein, Kackviech. Ja, Kackviech ist ein toller Name. Das hast du letztes Mal auch gesagt. Ich glaube, sehr wählerisch bist du nicht, was Namen angeht. Komm, warte, ich will meinen ersten Encounter. Dialga oder so ein Scheißdreck. Außerdem kann es auch gut sein, wenn wir zum Beispiel spät in der Story dann auf die Coverlegis treffen. Es ist nicht unbedingt eine Reshiram. Das könnte auch ein Hornliu sein. Und die Täusche in-game. Es ist gerandomized, was der andere will und was er gibt. Genauso wie Nickname, Werte und Attacken des Pokémon, das man bekommt. Jetzt geht's auf Route 1. Da lernen wir online. Da lernen wir, wie man Pokémon fängt. Und das wird mit der Performance lustig. Dann ab auf Route 1. Oh, doch nicht. Kommt erst noch die alte Chantal um die Ecke. Rennt mich nicht um, ihr fetten Kinder. Ja, wir bekommen Karten. Finde ich toll. Ja. Mein Pokémon ist voll cute, stimme ich auch zu. Ich meine, könnt ihr euch ein niedlicheres Pokémon vorstellen? Als ein fettes Krokodil, das nur so aussieht, als würde es dich umbringen wollen. Das dazu noch den wunderschönen Namen Kackviech trägt. Ich kann mir nichts Niedlicheres vorstellen. Und ihr alle auch nicht und ihr wisst es. Yo, Route 1. Es kann sein, dass ich fürs Pokémon-Fang-Tutorial dann einfach fucking Aufnahme pausiere, damit's für mich schneller vorbeigeht und ihr es euch nicht antun müsst. Ja, wir betreten die erste Route zusammen. Da ist die Olle. Ich glaube, das Pokémon, das sie versucht zu fangen, ist nicht random. So, wie ihr sagt, ich hab's euch geskippt. Auch wenn's die Performance für mich nicht unbedingt erhöht hat. Und wir kriegen ein paar Pokebälle. Kommt, das letzte, was wir heute machen, fehlt noch. Ah. In der nächsten Stadt wartet sie dann. Auf dieser Route gibt es auch keine Trainer oder sowas. Das Einzige, was hier wichtig ist, ist der Encounter. Das Problem wird auch sein, ihn zu schwächen. Übrigens, noch ein Grund, warum ich Loturzel als Starter so schrecklich fand. Yeah. Naja, das Problem ist,
Ich hatte Loturze bei meinem ersten Versuch, bei dem ich ein bisschen weiter gezockt habe. Genauer gesagt bis zur nächsten Stadt, wo ich dann verloren habe. Mein erster und einziger Encounter war ein Loturze, das im ersten Kampf beim Trainieren gestorben ist. Und unser Encounter für die Route! Der Frameskip kommt auf 4. Unser erster Encounter ist... Was? 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 Das ist anders als die letzte Randomizer! Das ist ein relativ starkes Pokémon! Willst du mich im Viereck flachsen? Das Ding krieg ich doch nie im Leben gefangen! Also ich werd's probieren, ich hoffe ich töte's nicht mit einem Hit, aber ich bezweifle's stark. Als ob hier ein Arktos kommt! Bitte töte nicht. Es kann doch nicht sein! Die erste Folge und mein RNG hat schon keinen Bock mehr! Es kann nicht sein! Ich dachte, in der letzten Randomizer wäre ich unlucky gewesen! Aber hier geht's instant los! Natürlich ist es sehr effektiv! Was denn sonst? Jetzt ist mein Scheiß-Encounter tot. Es war ein fucking Arktos. Stattdessen habe ich jetzt gar nichts. Geil. Beginnt ja super. Ich hätte einen Arktos haben können. Auf der ersten Route. Ich will nur sehen, was es sonst noch gegeben hätte, aber an sich war es das für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir hoffentlich einen neuen Encounter bekommen, den ich dann fangen kann. Jetzt mal im Ernst, ich hätte sowas als Encounter haben können, aber hab sogar das Glück, ein Arktos... Okay, die Sache ist die, ich hätte es nicht gefangen bekommen, vermutlich. Trotzdem ist das gerade so frustrierend, Alter. Nur weil das Ding hätte wirklich zu 100% hätte das Arktos überlebt, wenn die Attacke nicht sehr effektiv gewesen wäre. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.